Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video zu Escape vom Tarkov. Wie angekündigt, ein Video zum Arkog bzw. zum TA01 NSN und zu der Geschichte, warum sich das denn so mega merkwürdig anbringen lässt. Und zwar, wenn wir hier gucken, dann sieht das hier unten ein bisschen sehr komisch aus. Und wie die meisten wissen, braucht man eine relativ seltsame Adapterplatte, um das eigentlich benutzen zu können. Und jetzt kurz zur Geschichte, warum das so komisch aussieht und zwar ist das ACOG ein bisschen älter und zwar stammte das ACOG noch aus der Zeit, wo haben wir hier Modding, als noch das M16A2 bzw. das M4 ohne A1 üblich waren bzw. die frühe M4 ohne A1 und zwar ließ sich bei den alten M16A2 Modellen dieser Handschutz, ach nicht Handschutz, sondern dieser Tragebügel hier noch nicht wie heutzutage entfernen, sondern der war fest mit dem Gehäuse verbunden. Und aus diesem Grund gab es dann eine etwas merkwürdige Anbringung. Und zwar die Anbringung sah so aus, wenn wir das Ganze nach unten kippen. Sehen wir, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie später auch bei der P90. Und zwar haben wir hier in dem Tragebügel so also eine Art Tal und so eine Art Rinne. Und wenn wir ganz genau gucken, haben wir hier auch ein Loch drin und genau das war von Anfang an dazu gedacht, um da Optiken reinzutun. Das war zu Zeiten äh, des Vietnamkriegs war es natürlich noch keine Argox, sondern das waren damals größtenteils das Bars viermal und das äh, ich kenne die genaue Nummer nicht, ich blende sie hier ein, das sogenannte Moonlight Scope und dann später das Starlight Scope, das waren damals Nachtsichtgeräte. Und eventuell kriegen wir ja noch das Starlight Scope und das Moonlight Scope, aber kommen wir zurück. Und zwar sieht das so aus, dass halt hier dieser Tragegriff... Ah, wenn ich ihn nach unten drehe, dann kann ich sehen, dass da ein Loch drin ist. Und zwar können wir hier in diesem Griff dann das a platzieren. Das setzt dann relativ weit hin und das war auch genauso gedacht. Und zwar das originale A-Cock bzw. das TA01 ist auch darauf optimiert, so benutzt zu werden. Und zwar auch es... Für heutige Geschmäcker sitzt es ein bisschen hoch, aber das hatte damals den Grund. Es konnte einfach nicht niedriger sitzen, weil wenn das hier niedriger sitzen würde, das wäre erstens nur sehr schwer möglich, hier den Tubus noch äh, kürzer, noch niedriger zu kriegen. Und dazu hätte man hier den Visierblock entfernen müssen. Außerdem würde man ja vorne hier auf das Frontpost drauf gucken. Und genau so ist das Arcock eigentlich im Original immer gedacht gewesen und zwar einfach dafür in den Tragegriff hier eingesetzt zu werden. Übrigens kann man auch hier in Tarkov gibt es noch ein zweites Visier. Das hier ist das Primary Arms Compact Prism Scope 2,5 Mal. Das kann auch einfach hier oben in den Tragegriff eines af 15 eingesetzt werden. Aber das hat sich dann irgendwann herausgestellt, das ist ein bisschen zu hoch, so das passt nicht mehr. Und dann ist ja irgendwann erst der M41-Karabiner gekommen, beziehungsweise erst, ähm, ich meine, der ganz normale M4-Karabiner ohne A1 hat als erstes den abnehmbaren Tragegriff bekommen und erst später kam der M4.1. Später konnte man ja hier den Tragegriff abnehmen und unter dem Tragegriff saß dann eine Railschiene und jetzt war natürlich die Frage, wie kriegt man das ACOG äh, jetzt, wie, wie kriegt man die alten arcock Visiere wieder da drauf? Und da wurde ein Adapter für entwickelt und zwar ist das das gute Stück hier, das ist der T51 Mount for Sights. Und zwar ist das die alte Version, und zwar die alte Version mit zwei großen Schrauben und zwei Löchern, damit das ein bisschen besser hält. Es gibt allerdings hier im Spiel, also in Tarkov, nochmal äh, das Ganze nochmal. Nicht mit anderen Werten, es sieht nur anders aus. Und zwar ist das, das Compact Mount, Mount for Sights, Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber die beide, die sehen halt nur anders aus. Die haben auch, soweit ich das weiß, beide einfach minus 1 Ergonomie. Ich glaube, eins davon ist ein bisschen schwerer als das andere. Also ich kenne den Unterschied. Ich habe jetzt da noch ein bisschen geguckt, aber ich kenne den Unterschied nicht wirklich. Aber dann werden wir das Ganze mal anbringen. Und zwar Modding. Dann gehen wir hierher. Das ist dieser Slot, soweit ich das weiß. Dann nehmen wir hier mal das TA31. Näher. TA51 Mount for Sites. Und dann können wir hier unser ACOG Visier anbringen. Jetzt sitzt das ACOG Visier ein bisschen anders. Das macht aber im Spiel, soweit ich das weiß, keinen so einen großen Unterschied. In der Realität ist das halt ein bisschen ungewöhnlich beziehungsweise muss man sich ein bisschen umgewöhnen, wenn man das ACOG Visier oben im Tragegriff gewöhnt ist und sich dann hier umgewöhnen muss. Auch der Augenabstand ist anders. So, gucken wir noch das andere Visier beziehungsweise die andere Montage an. Und zwar ist das ja dieses Compact Mount. Das ist ich behaupte einfach mal, es ist so gut wie identisch. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir durch das ACOG ja hier vorne auf das Visier gucken. Ich meine, vom Spiel wird das ausgeblendet. Damit, wir, ähm, damit man das nicht hat, ist dann später noch was entwickelt worden und zwar die sogenannten Flat Gas Ports. Und zwar ist das hier der MK12 Low Profile Gasblock. Es gibt noch zwei andere im Spiel, aber ich finde, das hier ist so ziemlich der hübscheste. Es gibt noch einen, der hat oben noch eine Railschiene drauf, den finde ich allerdings relativ unnötig. Das ist dann später entwickelt worden, um dann nicht die ganze Zeit drauf zu gucken. Aber wir wollen das mal so sehen. Außerdem hat das Arkok hier oben noch ein paar Spezialfähigkeiten. Und zwar hat es hier noch das Trigicon arcog Backup Rear Sight. Da kriegen wir einen kleinen Diopter. Das heißt, wir haben hier sowieso vorne das Korn. Das ist im Spiel immer da. In der Realität lässt es sich entfernen. Es sitzt hier in so einer Schwalbenschwanzmontage. Da kann man dann durchgucken und hat dann sozusagen nochmal Iron Sights als Backup. Das kann man allerdings auch anders regeln. Und zwar kann man hier die Trigicon RMR Mount Base for Arcox Scopes drauf machen. Und dann kann hier oben ein Trigicon RMR kleines QC-Visier drauf. Aber dann machen wir das Ganze aber auch mal wieder weg. Und zwar werde ich euch werde ich jetzt zwei Sachen fertig modden. Und zwar einmal eine klassische M4A1 mit einem ARCOG im Tragebügel und dann nochmal eine etwas modernere M4A1 bzw. eine MK18 habe ich noch im Inventar rumfliegen. Und die werde ich euch dann nach einem kurzen Schnitt halt äh, in-game präsentieren. So, da sind wir jetzt in-game. Und zwar habe ich mir erstmal gebaut eine M41 mit der klassischen Anbringung im Tragegriff und gucken wir mal durch. Und wir sehen, das Ganze sieht auch ganz gut aus. Wir haben ein bisschen Sicht nach oben, wird von dem Korn verdeckt, aber das sieht soweit gut aus. Das zeigen wir mal durch. Und wir können hier, wir haben hier halt das Notfallkorn hier oben drauf. Das heißt, wir können hier die ganze Zeit umschalten. Ansonsten können wir nichts umschalten. Aber wir haben ja schon mal Kim und Korn für den Notfall. Allerdings ein bisschen sehr groß. Also auf Entfernung damit zu schießen ist ein bisschen schwierig. Man kann theoretisch sein Ziel in das Korn nehmen. Und zwar ist hier im Korn ein Loch drin. Das ist übrigens deswegen da drin, nicht weil das so gut zu zielen ist äh, durch dieses Loch, sondern da kann ein Leuchtelement eingesteckt werden. Da kann man so, das, so einen kleinen Tritiumstab reinmachen in der Realität. Dann leuchtet das so ein bisschen. So, und wir sehen, wir haben eigentlich gar keine Probleme. Das ist eigentlich auch relativ gut. Und wir haben auch links und rechts genug Platz, um uns noch so ein bisschen zu orientieren. Allerdings geht das mit der Vergrößerung, das Ganze überzusetzen. Das können nicht alle so super gut. Auf der nächsten Taste, also im nächsten Slot, habe ich dann eine M-Karte bzw. RM933. Die hat die moderne Anbringung. Und bei der modernen Anbringung sehen wir, dass uns größtenteils halt das Korn im Weg ist. Das heißt, es müssten wir entfernen. Allerdings habe ich als Backup-Side diesmal halt hier eins ein der QC-Visiere benutzt. Und damit haben wir jetzt hier das ACOG ein bisschen moderner eingerichtet. Und so, ja, dann war es das eigentlich. Euch könnt noch ein paar Mal schießen. Mal gucken. Nee, nicht mit der Pistole. Das geht eigentlich auch soweit ganz gut. Das Korn ist halt ein bisschen grob, aber für den Nahkampf ist es besser als gar nichts zu haben. Das ganze Ding ist natürlich schallgedämpft und hat einen kürzeren Lauf und deswegen halt ein bisschen mehr Rückstoß. Aber dafür ist halt hier auch das Rotpunktvisier ein bisschen besser. So, dann war es auch schon mit dem Video. Dann lässt sich kurz zusammenfassen: Das ACOG ist ein relativ cooles Visier. Es muss allerdings auf moderne Waffen mit so einer komischen Adapterschiene, wo es zwei Stück von gibt, die sich nicht unterscheiden, montiert werden. Das kommt daher, dass die ACOGs ein bisschen älter sind und früher in die Tragegriffe vom M16A2 eingedrückt und festgeschraubt wurden. Außerdem gibt es für das Arcog noch ein praktisches Iron Sight, was man nachkaufen muss, äh, nachkaufen kann. Oder man kann auch, oh, und da ist auch schon ein praktisches Ziel. Und man kann auch wie hier ein praktisches Rotpunktvisier dazu kaufen, welches allerdings auch über eine Adapterstiene montiert werden muss. Weil, falls ihr euch genauer für diese kleinen cutie Visiere interessiert, dazu war das letzte Video, das verlinke ich dann hier. Und dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren und Videos gucken und andere Videos gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zugucken und ich mache mich vom Acker und bis dann.